Günstige FIFA 15 Ultimate Team Coins findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Gaudino gibt Gummi und ihr seht schon im Hintergrund, der Spaßvogel vom FC Bayern München ist mit am Start, Dante Bonfim Costa Santos alias Dante. Der Brasilianer, den haben wir uns gegönnt, der Innenverteidiger, 82er Rating, 64er Tempo, 83er Defensive, 76er Physis und dazu noch 72er Passspiel. Sprich, der hat richtig gute Werte, habt ihr euch so in letzter Zeit gewünscht, aber ich muss nochmals erwähnen, dass ich leider nicht auf die Kommentare der letzten Folge eingehen kann, weil ich ja ein klein wenig am Vorproduzieren bin, weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, bin ich schon schön in Oberstdorf irgendwo auf der Alm, trinkt mein Bierchen und schau den anderen beim Skifahren zu. Soweit die Info an euch. Was den Checkpot angeht, natürlich auch noch ein paar Infos. Dante, 1000 Münzen hat er mich gekostet vor der Folge. Der Checkpot bei 3500 macht jetzt einen Checkpot von 2500 Coins, 18 Gaudino-Toren, 23 Vorlagen, ja, und keinen Spieler, den wir erstmal upgraden dürfen. Da wisst ihr somit Bescheid. Was ich auch noch geändert habe, was vielleicht ganz interessant ist, Panda auf links ist wieder drin, war ja rot gesperrt dafür. Luke Kimia, der ausgeholfen hat, wieder erstmal auf der Bank und sonst hat sich nicht viel getan. Alle wieder einwandfrei fit und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir es an, ab ins Viertelfinale und dann sehen wir uns gleich, wenn wir den Gegner gefunden haben. So, Freunde, der Gegner ist gefunden. Ich weiß nicht, ob man es gerade noch gesehen hat. Er hatte das italienische Logo. Da kriegt man, da haben wir's. Da kriegt man doch als Deutscher, ne? Da muss man doch Deutschland, Italien. Das ist ein absoluter Klassiker im Fußball, Freunde. Also, von dem her sind wir positiv motiviert und werden das Ding hoffentlich rocken. Er mit Gervinho, mit Ibabo, mit Biabiani, Guarin, Strootmann, De Rossi, Basali, Chiellini und mehr habe ich nicht gesehen. Sprich, es wird nicht allzu einfach werden. Wahrscheinlich defensiv eine richtig, richtig gute Truppe, die er da an den Start bringt. Aber ihr habt es mitbekommen, zuletzt war es auch eine richtig enge Partie. Die konnten wir dann für uns entscheiden. Son, der gerade am Ball ist, war der Matchwinner. Das 1:0 in der 117. Minute erzielt. In der Verlängerung also. Und heute will ich mal vielleicht ein Spiel ein bisschen normaler bestreiten. Vielleicht mal in der regulären Spielzeit gewinnen. Nicht wie die letzten beiden Partien. Die waren doch ein bisschen krass. Muss nicht immer sein, Freunde. Muss nicht immer sein. So, und dann schauen wir gleich mal. Ich wollte gerade sagen, ob Utscha schon was zeigen kann. Tut er nicht. Und ich mache den nächsten Fehler. Strootmann. Ich glaube, den wollte er gleich ganz durchstecken. Jetzt ist er vorne. Der Schuss geht... Oh, wow, der war doch gefährlich. Ibabo mit der Möglichkeit. Vierte Minute. Ich dachte erst, der geht vollkommen vorbei. Bürki kann da allerdings erstmal die Situation mehr oder weniger bereinigen. Muss gar nicht erst eingreifen. Und Gustavo hat den Ball. Kriegt den allerdings nicht zum Angespiel. V-Spiel gegen den Freistoß. Also, mal gucken, wie das Spiel heute da so verläuft. Ob wir da heute ins Halbfinale einziehen können. Nachdem wir ja so bitter ausgeschieden sind im Finale, nachdem wir das Spiel so dermaßen bitter verloren haben. Utscha kommt nicht ganz durch. Erste kleine Annäherung an das Tor unsererseits. Aber der Ball will noch nicht rein. Langer Ball nach vorne. Gut gemacht. Son. Sehr schön. Gaudino. Oh, das hat er erahnt. Das hat er erahnt. Und dann ist, glaube ich, Son im Abseits. Der Pass wäre natürlich sonst überragend gewesen, Freunde. Aber vom Allerfeinsten. So gibt's den Freistoß. 10 Minuten haben wir gespielt. Macht das noch hinten rum. Chiellini. Und dann macht er eigentlich den Fehler bei Utscha. Oh, bleibt erst länger dann Chiellini. Kommt da nicht ganz hin. Aber wir setzen ihn da relativ früh gewaltig unter Druck. Vielleicht kriegen wir da noch den ein oder anderen Patzer von ihm geschenkt sozusagen, den wir dann ausnutzen können. Gaudino wird jetzt geschickt. Gianluca Gaudino braucht dann den Ticken zu lang, bis er zum Abschluss kommt. Son. Son. Geblockt. Oh, und dann ist der Gegner wieder da. Mensch, gibt's denn das? Aber wir kommen gut rein. Jetzt Gervinho, schneller Mann. Da wird's wahrscheinlich keiner mit dem aufnehmen können, was das Pace, was die Geschwindigkeit angeht. Und Bürki passt gut auf. Oh, macht's wieder schnell. Shaqiri. Gustavo. Drimmit. Schön die Scheite, die Scheite verlagert. Und jetzt hat Utscha. 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 Komm nicht hin. Komm nicht hin. Mensch, es war schon im letzten Part so ein Spiel, wo uns immer mal wieder ein Schritt gefehlt hat. Bin mal gespannt. Und hoff, dass das heute nicht wieder so ist. Gervinho hat da ein klein wenig Platz. Gervinho in die Mitte gelegt. Strootmann. Oh, da wäre er durch gewesen. Aber damit kannst du nicht rechnen, dass ich grätsch wie ein Weltmeister. Strootmann jetzt schön von Dante. Findet sich da gut ein. Da muss er nochmal hin. Und dann ist er da. Und Bürki bereinigt die Situation. Gut gemacht. So, vielleicht gleich mal wieder schnell umschalten. Utscha. Son. Oh, das hat er gerochen. Trotzdem kommt er an. Gott sei Dank. Gaudino. Gaudino. Kein Abseits. Und dann gibt es den Eckball. Ich glaube, der wäre auch sowas von miserabel gekommen. Aber schauen wir mal. Vielleicht die mittlerweile 24. Vorlage von Gianluca Gaudino in dieser Serie. Der Ball kommt rein. Dante. Da haben wir natürlich jetzt den Kopfballstarken mit am Start. Und Panda kann eigentlich gut schießen. Allerdings gut. Der war abgefälscht. Wäre auch so nicht wirklich gefährlich geworden. Handanovic. Gustavo dazwischen.
Grimmitsch kommt auch nicht hin und dann wird wieder der gute Biabiani geschickt. 96er Pace, ich ziehe mal ein bisschen am Trikot, kommt trotzdem weg, Biabiani. Oh Gottes Willen, nein, 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 nein. Kein Elfmeter. Wäre auch bitter gewesen, aber da grätscht man schön auf den Ball. So, anschieben, Xherdan, Shaqiri, Gaudino, Drimic, kein Abseits, Drimic, ja, wenn er uns so viel Platz lässt, dann ziehen wir da mal ab und Gaudino mit der Aktion gleich. Danach wieder Gustavo, der den Kopfball gewinnt, schön gemacht. Also der gewinnt ganz, ganz wichtige Bälle da hinten im Mittelfeld. Gefällt mir gut, der Mann, allerdings war der wieder überragend schlecht, 28. Minute. Also, da geht viel über seinen Pace, über seine overpowerten Spieler mit Biabiani, mit Ibabe und Co. Da müssen wir aufpassen, da ist schon wieder Biabiani hinten, der Typ ist unfassbar. 96er Tempo, da haben wir leider noch keinen, der da auch mal durchstoßen kann. Aber wir haben Ucha, wir haben Ucha, wir haben Gaudino, wir haben eine Mannschaft, Freunde. So, aufpassen, sehr schön, Son dazwischen. Ucha. Oh, den will ich doch gar nicht schicken. Aber vielleicht führt er ihn blöd ins Aus, gleich mal draufschieben, Drimic. Spielt ihn zurück Richtung Keeper, Basali. Und dann sind wir da. So schnell geht's. Shaqiri. Shaqiri. Oh, da will ich ihn noch durchstecken. Das war vielleicht einer zu viel. Schade, schade. Und Biabiani mal wieder. Da, Ibabo. Aber da geht nur was über die zwei bei ihm. Und zum Glück stand jetzt auch noch nicht viel. Weg ist er. 35. Minute. Son. Gustavo. Son. Flanke war nicht schlecht, ich krieg nur nicht drin mit der eigentlich besser gestanden hat. 10 Minuten noch in Durchgang 1. Strothmann. Langer Ball nach unten. Den wir kriegen, den wir klären. So, Ucha, geh mal, komm. Ucha. Rennt wo ganz woanders hin. Basagli, Drimmit, schön. Ucha, wunderbar, Anthony. Ucha, der macht ihn nicht, der macht ihn nicht. 39. Alleine vom Keeper, man muss aber dazu sagen, sehr, sehr spitzer Winkel. Trotzdem gehen die Dinge aus der Situation, aus der Position ab und zu mal rein. In dem Fall leider Gottes nicht. Biabiani drüber gechippt, Dante zurückgeköpft. Kein Problem, Birki hat den. Alles wunderbar. So, vielleicht nochmal einen guten Angriff fahren. Einen letzten guten Angriff in dieser ersten Halbzeit. Ucha. Ah, kommt dann nicht so ums Eck, wie ich es will. Ne? Wenn er den so ein bisschen besser noch einbiegt. Wird's ganz gefährlich. So ist wieder Ibabo da. Ach Gott. Dante. Und Ibabo kann sich einfach gegen jeden und allen durchsetzen. Aber den haben wir. Gustavo. Gaudino. Sehr schön. Ucha, nee, Drimic, es ist Drimic. Kommt gegen. Was sagt Chiellini? Drimic. Drimic, drin das Ding. 1-0, er macht den Fehler. 45. Sehr, 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 sehr schön. Das ist der Fehler, den ich vorhin angesprochen habe. Auf den wir lauern müssen. Und dann Josip Drimic. Der den diesmal gnadenlos reinmacht. Hätte ich nicht gedacht, muss ich gestehen, dass er den aus der Position so schön unterbringt. Wunderbar. Halbfinale. Wir kommen, Fragezeichen. Zumindest sind wir ein Stückchen näher gekommen. Ein ganz, ganz kleines. Gute Grätsche. Gaudino schiebt an. Und Drimic rennt in den Mann rein. Jetzt kann er von mir aus gerne abpfeifen, weil sonst kriegt er dann nochmal die Chance. Dante. Und dann ist er drin, oder? Ach komm, hör mir doch auf. Das gibt's doch gar nicht. Das geht's doch gar nicht. Das ist einfach typisch Ibabo. Setzt sich durch wie kein anderer gegen Dante und Co. Drei Mann, die ihm da irgendwie hinterherlaufen. Keiner kommt hin. Und er macht die Bude. So, komm, dann machen wir eben wieder die Führung. Son, auf geht's. Auf geht's, Son. Jawohl. Auf geht's, Son. Jawohl. Drimic kommt nicht hin. Schade. Wäre jetzt zu geil gewesen. Aber gut, wir gehen rein. 45. 1-1. Nichts passiert. 5 Schüsse, 3 aufs Tor. Er mit 3 Schüssen, 2 auf die Bude. Also eine Führung wäre er für uns verdient. Aber trotzdem relativ ausgeglichene Partie. Ähnlich wie im letzten Part. Schauen wir mal. Drimic kommt nicht hin. Drimic kriegt den wieder. Wieder so ein Fehler. Och, und schlimmer, schlechter Pass auf Gianluca Gaudino. Chiellini. Strothmann. Also der wird schon noch den nächsten Fehler machen, wenn er so weiterspielt, meine Lieben. Der wird noch den nächsten Fehler machen. So, und zwar... Oh, shit, jetzt schicke ich da nicht gleich. Ucha, Mann, der Pass hätte schon vorher auf Ucha kommen müssen. Schade. Haben wir Panda. Schlecht. Komm nicht an. 49. Konko. Hat da so ein klein wenig Platz. Kein Abseits. Es ist Biabiani. Und der hat schon Vorsprung. Der Vorsprung wird größer, wenn der rennt. Und jetzt ist Birki da. Ganz tief durchschnaufen erstmal. Erste richtig gute Chance in Durchgang 2. Drimic. Ucha. Ucha, ja.
Ucha? Ucha, komm hol ihn dir! Beißen, beißen, schießen! Ucha! Oh, wäre der schön gewesen. Chiellini. Das hätte er sich verdient gehabt, so wie er da manchmal spielt. Muss man, glaube ich, mal so sagen, oder? Drimmitsch. Komm, hol ihn dir noch. Jawohl. Gustavo. Och, shit, was mache ich da? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Langer Ball nach vorne. Och, komm, ey. Das kannst doch nicht sein. Ich drück wegschießen. Ibabo kann sich nicht gegen alles durchsetzen. Das geht nicht. Weg damit. Kann doch nicht sein hier. So, Gustavo, hopp. Jawohl. Drimmitsch. Sehr schön. Gaudino schiebt nochmal an. Nach oben gelegt. Drimmitsch sieht Shaqiri mit schon. Oh, und das hat er geahnt. Trotzdem kriegen wir ihn noch. Shaqiri. 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 Oh, und dann kriegt er nicht in die Mitte gepasst. Schade. Also, das wird ein richtiger Krampf noch werden, Freunde. So viel steht schon mal fest. 58. Minute. Wir müssen uns ins, ja, Halbfinale beißen, mehr oder weniger. Panda, schieb mal mit. Gut. Drimmitsch. Ucha, zu lang. Der ist zu lang. Wieder Handanovic. Dazwischen macht's wieder kurz. Vielleicht bestrafen wir ihn jetzt. Wieder nicht. Schade. Schade, schade, schade. Linie gelegt. Gervinho, auch der ist extrem schnell. Auch da kommt keiner hinterher. Und jetzt ist er weg. Immerhin den Abstoß. So, wie kommen wir gegen den zum Erfolg? Können wir sogar kurz spielen. Boah, den da oben habe ich nicht gesehen. Also wenn das Taktik war, dann war es echt nicht schlecht von ihm. Mein Lieber. So, Drimmitsch läuft. Nee, aber wie kommen wir da zum Erfolg? Ucha. Schön nach oben gelegt. Jetzt vielleicht. Ucha muss aber in die Mitte. Ucha muss in die Mitte. Ist er nicht. Dann muss Drimmitsch das richten. Er ist schon so schön hochgestiegen. Schade, schade, schade. Und wieder Gervinho. Und wieder einer der Pace-Huren über die Außenmann. Ich glaube, er hat nur in Anführungszeichen. Schaut euch das an. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ganz ehrlich. Das hat doch mit Fußball nicht mehr viel zu tun. Und dann geht er Gott sei Dank vorbei. 93er Pace, 96er Pace und in der Mitte Ibabo. Und das gegen unsere Jungs. Wobei mittlerweile mit Dante und Sokratis haben wir ja einigermaßen Leute, die gegen sowas ankommen können. Ucha braucht ein bisschen lange bei der Ballannahme. Ucha kann dann mal abziehen, aber der war doch ein bisschen ungefährlich. Aus der Distanz. Gustavo, schön gemacht. Ucha. Ucha, sehr schön. Ucha, Manometer. Ich mach gerade immer so, wäre gerade immer so die falsche Option, ne? Ibabo. Den kriegt er noch, der Gervinho. Gervinho geht wieder außen vorbei, war klar. Gervinho kann wirklich an allen vorbeirennen. Sehr schön, Gaudino. Shaqiri. Ist der mal schneller als da sein Gegenspieler? Nein, nicht gegen Evra. Schade, 73. Wir lassen wieder so ein bisschen nach. Oh, Gott sei Dank ist Bürki da. Hat den. Durchschnaufen. Er wird, was macht Shaqiri? Er wird so ein bisschen besser. Jetzt. Und der Ball kommt an. Olkowski steigt nochmal drauf. Sehr schön. Gustavo. Drimmitsch. Gut gespielt. Gut die Linie lang. Son. 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 Och Mann, es fehlt ein Schritt, Drimmitsch, es fehlt ein Schritt. Gustavo, es fehlt ein Schritt. Das geht's doch nicht. So viele Schritte können doch gar nicht mehr fehlen langsam. Gaudino. Drimmitsch, Ucha, Ucha. Oh, Handanovic hat ihn. Aber endlich mal wieder eine gute Chance für uns. Evra. Hoch die Birne, hoch. Kommen wir nicht hin. Ibabo, nein. Und wieder Biabiani. Heieiei, nee, Gervinho ist er da oben. Gut geklärt. Nein, nicht gut. Shaqiri. Und er war schlecht. Viel zu arg aufgedrückt da von mir. Freunde, Freunde, Freunde. Son. Guarin. Biabiani. Gut von Dante. Kommt er nicht aus dem Abseits? Da gibt es sogar den Freistoß. Mann! 82. Und das gibt jetzt eine brutal krass gute Freistoßsituation. Und er ist weg. Nein! Er kommt sogar noch so runter. Der kommt sogar noch so geil runter. Alter Schwede. Und vor lauter Schreck kloppe ich da den Ball weg. Der hätte man durchaus geil kontern können. Oh, gut gemacht. Schön gespielt. Nur Gustavo ist zu langsam. Kann sich da nicht durchsetzen. Jetzt hat Olkowski. Der war gut. Drimmitsch. Der war gut. Der war sehr schön. Ucha. Der war perfekt. Son. Der schiebt gut an. Hoing Min. Son. Sieht. Anthony. Ucha, er will nochmal auf Son spielen, aber war glaube ich gut, weil sonst kommt da der gute Ucha nicht alleine durch. De Rossi.
Übergelegt Biabiani, De Rossi. Nein, jetzt nicht das Tor kassieren. Jetzt nicht das Tor kassieren. Sehr schön. Uca. Im richtigen Moment. Schick Son, schick Son. Son, schön, Son. Son. Schon. Ja, und dann ist er drin. 90. plus 1. Und es ist Olkowski. Und es ist Olkowski. Der schlechteste Mann in unserem Team. Und es ist wieder kurz zu Ende. Wunderbar, flach, scharfe Flanke in die Mitte. Und Olkowski macht die Bude. Och, ist das geil. Son jetzt dranbleiben. Sehr schön von Gustavo. Ach, wollte schon sagen, jawohl, wir haben. Und Javino kann sich schon wieder gegen alles und jeden durchsetzen. So, suchen wir mal Anthony Ucha. Jetzt ist hier was los. Gutes Ding. Wir führen alles in Ordnung. Gaudino kriegt da fast nochmal die Chance zu erhöhen. Und jetzt ist es vorbei. 2:1 gewinnen wir am Ende. Hier im, ich glaube, 33. Part, wenn mich nicht alles täuscht. Gegen Italien, wenn man so will. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal rein. Ich weiß gar nicht, wer die Buden gegeben hat. Auf jeden Fall richtig geile Story, dass Olkowski am Ende der Matchwinner ist. Olkowski und Drimmit 45. und 90. Ja, auch in der 45. gibt's gar nicht, oder? Gibt's noch gar nicht. Alle Tore immer gegen Ende einer Halbzeit. So, Man of the Match ist er nicht. Vorlage gegeben hat er nicht. Tor hat er gemacht auch nicht. Heißt, wir stehen immer noch bei einem Jackpot von 2500 Münzen, 18 Toren von Gaudino, 23 Vorlagen und einen Spieler, den wir dann im nächsten Part upgraden dürfen. Heißt, jetzt könnt ihr wieder kräftig kommentieren. Im nächsten Part kann ich dann auf eure Kommentare unter diesem Video eingehen. Da bin ich dann wieder zurück aus dem Urlaub. Das war's jetzt erstmal mit meiner kleinen zwei Pärtigen. Mit meiner Vorproduktion zwei Parts waren, um es mal so zu beschreiben. Und in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Abo da und vor was nächstes. Nächster Part dann das Halbfinale. Und wie gesagt, gerne reinschreiben, welchen Spieler wir upgraden sollen. Ich denke, am Ende geht's in Ordnung. Das war das Ding. Gewonnen haben. Knappe Sache, aber wir mit ein paar mehr Akzenten. Und in dem Sinne bin ich erstmal raus. Macht's gut, genießt die freien Tage. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.